Willst du ein Überwinder werden oder willst du ein Kuschelhäschen sein? Das ist meine Frage heute in diesem Video an dich. Weil es geht mir, es ist mir eine Herzensangelegenheit heute darum, dass du überwindest, dass du im Glauben überwindest, dass du durch Durststrecken hindurchkommst. Weil wir kommen in immer finstere Zeiten hinein. Weil Jesus hat es so vorhergesagt. Er hat gesagt, das kommt wie Wehen. Es wird in dichteren Abständen kommen. Jesus sprach von Kriegen, von Hungersnöten, von Naturkatastrophen, Dürrekatastrophen und so weiter und so fort. Aber das braucht uns keine Angst machen, weil wir sind Überwinder in Jesus Christus. Und ihm liegt viel daran, dass wir ankommen bis zum Schluss. Dass wir standhalten und durchhalten bis zum Schluss. Ich habe hierzu bereits zwei Videos gemacht, die werde ich dir am Ende dieses Videos nennen. Mir geht es heute darum, zu überwinden. Jesus sagt allen Gemeinden in der Offenbarung, und die Offenbarung richtet sich an die Gemeinde Gottes, richtet sich an Gläubige, die glauben. Aber Jesus sagt nicht glaubt, sondern Jesus sagt, wer überwindet? Ich möchte dir ein paar Stellen vorlesen aus der Bibel. Zum Beispiel sagt Jesus zu der Gemeinde in Ephesus, wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Das steht in der Offenbarung Kapitel 2, Vers 7. Der Gemeinde in Smyrna sagt er, wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Oder der Gemeinde in Thyatira sagt er, und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. In der Offenbarung wird dem Seher Johannes das himmlische Jerusalem gezeigt. Und was hört er für eine Stimme? Er hört eine Stimme vom Thron, die da spricht, wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Wer überwindet? Verstehst du, was das bedeutet? Ich habe dir noch einmal diese genannten Bibelstellen und noch weitere in einem Textdokument zusammengestellt auf meinem Blog, weil das würde jetzt hier das Video sprengen, das wird zu lange werden, wenn ich dir jetzt alles vorlesen würde, was Jesus den Gemeinden gesagt hat. Aber du findest es in meinem Blog auf unserer Internetseite unter dem Titel Wer überwindet, wird erben. Da kannst du alles nochmal nachlesen und nachstudieren und ich bitte dich darum. Es ist wichtig, du sollst ein Überwinder werden und ausharren bis zum Schluss. Du sollst ankommen ans Ziel. Ich habe einmal im Duden nachgeschaut, was überwinden bedeutet. Und überwinden bedeutet besiegen. Überwinden bedeutet etwas, was ein Hindernis darstellt, etwas, was Schwierigkeiten bietet, damit fertig zu werden, das zu meistern. Überwinden bedeutet, etwas, was einem widerstrebt, schwerfällt, schließlich doch tun. Überwinden bedeutet, mit einer seelischen Belastung, Erschütterung fertig werden, diese verarbeiten und verkraften. Das bedeutet überwinden. Also überwinden ist etwas, wo wir hindurch müssen. Eine Krisenzeit, eine dunkle Zeit, eine schwierige Zeit, eine Wüstenzeit. Und mir ist selber mein eigener Marathon eingefallen, als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Weißt du, ein Marathon, das sind 42 Kilometer und den kannst du nicht mal eben einfach so laufen. Auf diesen Marathon musst du dich gut vorbereiten. Du fängst an mit einer kleinen Trainingseinheit und wenn du die gelaufen bist, dann kannst du eine größere, eine längere Trainingseinheit überwinden. Ich bin angefangen, ich weiß es nicht, mit 100 oder 200 Metern, danach war ich platt. Ich musste mich langsam hochtrainieren und auch durch schwierige Phasen hindurchgehen. Ich musste trainieren, auch wenn ich keine Lust hatte, meinen inneren Schweinehund überwinden. Weißt du so, och, das Wetter ist schlecht oder ich habe heute keine Lust, das zählt nicht. Ich musste raus, ich wollte ja diesen Marathon laufen. Ich wollte ja ankommen ans Ziel, also musste ich raus. Aber in unserem Glauben nehmen wir das uns heraus, dass es nach dem Lustprinzip funktioniert. Dann sagen wir, och, ne, oder denken, ich habe keine Lust, heute in der Bibel zu lesen, mich mit Jesus zu beschäftigen, mit seinem Wort auseinanderzusetzen. Und das funktioniert nicht. Es gehört auch Disziplin dazu, um anzukommen ans Ziel, um ein Überwinder zu werden. Jawohl, es gehört Disziplin dazu. So wie du dich auf den Marathon vorbereitest.
Das geht auch nur mit Disziplin. Und weißt du, bei Strecke 31 beim Marathon, da kommt eine furchtbare Strecke und das wusste ich vorher, weil das weiß man, wenn man den Marathon läuft, das ist bekannt. Da gibt es so eine Strecke, die ist sehr schwierig zu überwinden. Da muss man echt richtig drauf vorbereitet sein. Und ich kann mich an den Kilometer 31 sehr gut erinnern. Mir war fast schlecht vor lauter körperlicher Ermüdung. Ich habe fast gebrochen, ich habe geweint, ich bin kaum dahin durchgekommen. Es war sehr schwierig. Aber das, was mir geholfen hat, war dieses Wissen, wenn ich dahin durch bin, es ist nur bei Kilometer 31, dann wird es wieder einfacher. Ich wusste das. Und weißt du, das ist mir jetzt einfach eingefallen bei dem Thema Überwinder. Ich mag es nicht mehr hören. Einfach, wenn wir nur diesen Jesus der Liebe predigen und alles wird gut und Friede, Freude, Eierkuchen und es klappt alles und heiter, teiter, wuppdibu. Ich mag es nicht mehr hören. Weil, weißt du, beim Marathon ist es so, wenn du jemandem einfach sagst, ach, es wird alles ganz easy, du schaffst du schon mit Freude einfach durchs Ziel laufen, dann wirst du scheitern. Wenn wir nur diesen Jesus predigen, dann werden wir Leute haben, dann werden wir Nachfolger haben, die bei der ersten Trainingseinheit wahrscheinlich schon schlapp machen und vielleicht sogar das ganze Training hinschmeißen. Wir werden Leute haben, die einfach Laufverletzungen haben, Muskelzerrungen, weil sie nicht darauf vorbereitet wurden, verstehst du? Und dann vielleicht ganz weg sind. Wir wollen Überwinder trainieren in der Nachfolge und keine Kuschelhäschen. Und deshalb sagt Jesus in der Offenbarung, wer überwindet, der wird erben. Jesus sagt immer wieder, wir sollen standhaft bleiben bis zum Schluss. Jesus hat in seinen Reden nie etwas beschönigt. Schau es dir an. Er hat eine klare, deutliche Sprache gehabt, hart aber herzlich, fair und gerecht. Er war sehr hart auch teilweise mit seinen Jüngern und hat die rangenommen. Warum? Weil Jesus möchte, dass wir ankommen ans Ziel. Jesus möchte Überwinder haben. Und es ist falsch, wenn wir nur einen Jesus der Liebe predigen. Wir müssen den ganzen Jesus predigen. Und Jesus ist auch ein Richter. Ich habe dazu Videos gemacht in meiner Serie Jesus kommt bald, Botschaften zu Jesus, der Kriegsherr und Richter. Und es ist sehr wichtig, dass du dir das anschaust, damit du Jesus von der ganzen Seite kennenlernst. Damit du weißt, die Gerichte kommen, weil es hat Jesus gesagt. Da gibt es nichts zu beschönigen. Und wir tun keinem einen Gefallen mit gutem Training, mit darauf hinweisen. Jesus hat immer über Himmel und Hölle gepredigt, das sollten wir auch. Wir sollten die Wahrheit sagen. Wir können keinen gewinnen, wenn wir sagen, es ist alles leicht, es ist alles einfach. Aber wir können jemanden ganz klar darauf vorbereiten, wenn wir sagen, ja, Jesus ist der Gott, der hilft, Jesus ist der Gott der Liebe. Aber es gibt Perioden, die es zu überwinden gilt. Darauf musst du gut vorbereitet sein, weil wir in die Jüngerschaft und Nachfolge gehen, weil wir Überwinder haben möchten. Und weißt du was? Mit Jesus können wir es schaffen. Mit Jesus können wir es schaffen. Anzukommen, ans Ziel. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Halleluja! Halleluja! Wer überwindet, der wird ankommen ans Ziel. Und wer sich nicht darauf vorbereitet, dem fliegt wie beim Kuschelhäschen beim ersten Sturm das Fell weg. Verstehst du? Wie kannst du ein guter Überwinder werden? Indem du dich dicht an Jesus hältst, indem du ihn nie wieder loslässt, indem du in seinem Wort studierst, indem du, wenn du durch eine Krise gehst, wieder aufstehst und weitermachst, weil du weißt, okay, das ist eine Trainingseinheit und die durchlaufe ich jetzt, da beiße ich die Zähne zusammen, da habe ich jetzt Geduld, da gehe ich hindurch, mit Jesus kann ich es schaffen, um auf die nächste längere Trainingseinheit vorbereitet zu werden, denn die Prüfungen hören nicht auf. Irgendwann werden wir ankommen, aber wir sind noch nicht angekommen. Denn ankommen heißt bei Jesus ankommen. Jesus sehen, wenn Jesus kommt. Halleluja. Standhaft bleiben bis zum Schluss. Überwinden heißt den inneren Schweinehund überwinden und nicht nach dem Lustprinzip zu glauben. Oh, ich habe noch keine Heilung jetzt empfangen, scheint wohl nicht zu funktionieren. Ne? Da wandere ich doch jetzt glatt ab und gehe zu irgendeinem esoterischen Heiler. Mensch, halt durch, überwinde, geh da durch, durch diese
Trainingseinheit und werd ein guter Läufer und du kannst es schaffen mit Jesus. Das ist es ja. Gott sagt, dass wir ankommen bei ihm. In seinem Wort steht nämlich, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. Halleluja, Halleluja, du wirst ankommen, musst nur durchhalten, aushalten, standhaft sein, trainieren. Weißt du, ich habe selber schon so viele wieder abfallen sehen, die einfach durch die erste Prüfung nicht hindurchkommen. Und deswegen mache ich dieses Video. Mir liegt am Herzen, dass du ankommst. Und es ist sehr wichtig, dass wir den vollen Jesus predigen, den Jesus der Liebe und Gnade und Jesus den gerechten Richter, Jesus den Kriegsherrn und Richter. Dann wirst du es schaffen. Also ich möchte jetzt noch dringend ans Herz legen, auf unseren YouTube-Kanal von Netzwerk C zu gehen, dort zu stöbern. Da findest du auch die hier in diesem Video genannten Videos, nämlich einmal Vlog 82, Standhaft und treu durch die Endzeit, Trübsal und Drangsal. Dort findest du auch Vlog 83, wie kann ich in Verfolgung und Bedrängnis bestehen. Dort findest du auch meine siebenteilige Serie Jesus kommt bald und darin findest du die Botschaften Jesus, der Kriegsherr und Richter und auch eine Botschaft über die Furcht Gottes, denn wir haben auch einen Gott, der da züchtigt, wen er da liebt. Auf unserem YouTube-Kanal findest du über 450 Videos noch zu vielen verschiedenen anderen Themen, Predigten, alles kostenlos zur Verfügung gestellt, also es lohnt sich dort vorbeizuschauen. Dort findest du auch eine Serie, um dich in der Nachfolge und Jüngerschaft zu trainieren, die heißt Der Höhenläufer und auch eine andere Playlist mit vielen weiteren Videos zum Thema Jüngerschaft und Nachfolge.